Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe wahrgenommen, dass da gerade ein Schiff gelandet ist und ich habe kein Interesse daran. Ach ja, ich bin jetzt mit dem Impulsantrieb aus der Atmosphäre raus, kann man machen. Dabei habe ich nur die falschen Tasten gedrückt. Das passiert ja häufig so, ne? Du drückst irgendwie die falschen Tasten und auf einmal hast du irgendwie ein Land erobert. Das ist ja so ein bisschen wie bei Trump wahrscheinlich. Kandensium? Das brauchen wir. Ich würde sagen, nur der Vollständigkeit halber, weil da hinten ist so eine bewohnbare Basis. Temerium. Da fliegen wir auch hin. Wir holen auch noch Temerium. Aber jetzt werden wir erstmal Richtung Kandensium aufbrechen. Das wäre nämlich neben Rigogen das, was wir noch besorgen müssen. Rigogen gibt es in Unterwasserpflanzen? Oder bei Unterwasserpflanzen? Oder an Unterwasserpflanzen? Oder aus Unterwasserpflanzen? Und je nachdem, was Relbroiska Kosabi hier für eine Atmosphäre hat, könnte ja sein, dass da Wasser ist. Und dann könnte es ja sein, dass es da Dinge gibt. Rigogen. Könnte aber auch sein, dass das Rigogen dann in diesem lila gefärbten Spezialrohstoffsymbol angezeigt werden würde, wenn es das auf dem Planeten gibt. Keine Ahnung. Ich bin ja auch eher so Hobbypilot, Hobbyastronaut. Ups, du bleibst jetzt mal bitte hier. Dieser Scan war komplett für die Füße. Aber wir scannen nochmal jetzt ein bisschen tiefer und wie immer haben wir nichts. Doch, da, was, da haben wir was gefunden. What that? Da gibt es auf jeden Fall Emerald, hier gibt es Wasser. Das scheint ja doch erstmal ganz gut zu sein. Der radioaktive Planet, okay. Radioaktiver Planet, herzlich willkommen. Auch du, ich freue mich, dass ich hier bin. Gut, ist aber nicht so. Ist aber nicht so ganz, ganz stark radioaktiv. Heute haben wir schon morgen 0 Uhr 3. Eigentlich sollte ich ins Bett gehen. Na, wie das so ist. Radioaktive Viecher, die leuchten nachts. Das ist ganz besonders praktisch. Die brauchen zum Einschlafen keine Nachttischlampe. So, auf das Plutonium verzichte ich jetzt mal dankend, denn davon haben wir ja wahrscheinlich tatsächlich genug. Das Emerald nehme ich natürlich mit und ganz besonders gut kann man Emerald mit einer Waffe abbauen, mit einer Pistole. Da kann man lustige Muster in den Fels schießen. Boah, boah, gleich. Alter. Hier war ein Fisch, oder? Hier war ein Fisch. Ich habe doch hier einen Fisch gesehen. Oder könnt ihr etwas schwimmen? Da ist ein Fisch. Na klar ist da ein Fisch. Jäger. Okay. Ich muss immer wieder, entschuldige, wenn das hier so hin und her geht und wenn man da jetzt so, wenn einem da schlecht von wird, aber ich muss immer wieder, wenn ich einen Tier gescannt habe, irgendwie neu ansetzen.
Was machen wir denn mit dem Fisch? Ich bin so ein bisschen, ja, das ist der Hai, ne? Hm. Ja, Entschuldigung. So, Strahlungsschutz nimmt ab. Das heißt, ich kann mir hier eine Höhle... Ich gehe mal da rein. Ihr wisst ja, das ist... Man kann sich ja zum Glück selbst Höhlen bauen. Boah, und das ist natürlich sehr komfortabel hier. Erstmal ein bisschen Emerald abbauen, was unter Wasser ist. Und jeder weiß, gegen radioaktive Strahlung hilft Unterstellen in einer Höhle. Muss man wissen. Sagt einem ja heute in der Schule niemand, aber die lehren ja sowieso das falsche Zeug. Kennt eigentlich einer von euch noch Axel Stoll? Diesen versprengten Nazi, der Bücher geschrieben hat über das Wissen der wahren Physik unter anderem. In der er behauptet hat, die Sonne sei kalt. Muss man halt wissen. Und in seinen Büchern... Ja, das war jetzt sinnvoll. Ich gehe mal hier rein. Die extreme Strahlung ist ein bisschen ungünstig. Ob ich hier so, wenn ich mich hier unterstelle, wenn ich mich unter Wasser unterstelle quasi. Nee, das hilft nicht gegen radioaktive Strahlung. Wie gesagt, muss man wissen. Und ich bin ja eigentlich auf der Suche nach Unterwasserpflanzen. Aber ich finde nur Emerald. Könnte schlimmer sein, gebe ich zu. Achso, ich habe... Achso, das war... Ich habe gerade irgendwie die Orientierung verloren. Aber ich bin, glaube ich, in meiner Höhle tatsächlich. Dann kann ich hier noch ein bisschen über Wasser abbauen. Quasi. Oh, jetzt habe ich mir das Dach weggemacht. Ach, ist das ärgerlich. Aber es scheint egal zu sein. Okay, ich dachte gerade, hier wäre wieder kein Wasser. Ach, wisst ihr. So nachts sieht man ja tatsächlich nicht so viel. Und das haben sie gut umgesetzt. Ich sehe hier gerade nicht wirklich viel, wo Wasser ist, wo kein Wasser ist. Großen Respekt an die Grafikdesigner in diesem Spiel No Man's Sky. Überhitzung, hallo, ich bin hier im Wasser, ich bin hier in der Schlacke, wie soll's denn hier überhitzen, Vogel? So, das war dies. Wie viel Emerald haben wir? Jetzt noch nicht so... Wo ist denn Emerald? Welche Farbe hat Emerald? Da. 52 und 26 ist jetzt nicht berauschend. Und wir werden ja auch auf diesem Planeten noch ein bisschen unterwegs sein. Ich schaue gerade, hier sehe ich von Unterwasserpflanzen halt leider nichts. Cooles Vieh. Also hier ist möglicherweise... Nicht das, was wir suchen.
Wo ist eigentlich mein Schiff? Da. Okay, da hinten müssen wir auf jeden Fall noch hin. Guckt euch mal an, wie viel Bubbles mich hier anleuchten. Ah, da ist wieder Emeril. Und neue Viecher. Oh, das sieht aus, als sei das ein Jäger. Ach Himmel, man muss auch reload drücken, ne? Ich bin ja... Du bist ein Aasfresser, habe ich gedacht. Da war ich noch kein Aas, da bist du schon auf mich. Das ist auch super. Ich bin Aasfresser. Ich esse nur tote Viecher. Gut, ich mache sie halt vorher tot, weil ich esse ja nur Aas. Hallo, harmoniesüchtiger Nils Fallenbeck. Dieses Spiel bildet mir die harte Natur zu realistisch ab. So. Plutonium, da. Ja. Die kacken. Nicht so viel Emeril und der Zahlungsprozent ab. Es gibt möglicherweise bessere Positionen, von denen ich das Emeril hier abhauen kann, obwohl vielleicht ist das auch gar nicht so viel Emeril. Und wo ich hier diese... Ich wollte gerade sagen, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, ist ein Wissensstein. Und schon stolpere ich über zwei. Das ist nett, das freut mich. Ist da noch einer? Ah, den habe ich aber schon. Da ist noch einer. Völlig übersehen. So, und nun war hier irgendwie noch... War hier Emmerdal? Ja, hier war Emmerdal. Aber überirdisches Emmerdal wäre ganz cool, weil dann könnten wir nochmal von dieser Strahlung wegkommen. Ach, man sollte das eh nicht so übertreiben, ne? Achso, ist schon wieder los. Aha, ja. Aufgehört! Wenn es so unter Wasser ist, erkennt man wirklich nicht so super, was Emeril ist und was ist. Ich könnte jetzt natürlich C drücken. Dann wüsste ich das nämlich. Na, das hat ja lang gehalten, diese Anzeige, was Emeril ist und was nicht. Ja, ich beeil mich jetzt. Da ist auch wieder so unter Wasser Emerald. Das bringt tatsächlich nicht so viel. Weil unter Wasser bauen wir ja die Strahlung nicht ab. Habe ich eigentlich hier jetzt schon gesaved? Nee, ne? Ich bin hier doof rumgelaufen. Ja, genau. Sonst hätte ich nämlich das doch mitgenommen. Doch, die habe ich schon gespeichert. Okay. So, jetzt das, was man ja immer macht. So, erstmal Ausbeute angucken. Oh, wir sind voll. Aber wir haben eine faszinierende Perle. Oh, was? Suspensionsflüssigkeit war das. Habe ich jetzt aber nicht.
Dann schauen wir mal, ob wir eine Basis finden. Wenn das so ist wie auf dem anderen Planeten, immer 5 Minuten eine Fabrik. Das ist gut. Dann haben wir doch so eine grobe Flugrichtung. Wenn das so ist wie bei dem anderen Planeten, dann sind diese Sonderrohstoffe in der Nähe von größeren bewohnten Basen. Das scheint so was wie ein Wegpunkt zu sein. Da sage ich mal Hallo. Wer weiß, was wir hier wieder kriegen. Das ist ja, also ich wusste das ja ganz, ganz lange nicht, aber seit mir, ich glaube, ich habe so 50 Folgen gespielt, so Pi mal Daumen, obwohl 50 ist wahrscheinlich ein bisschen viel. Und da hat mir endlich mal einer erklärt, dass man das, was ich als nächstes tun soll, dass das unten rechts steht. Und seitdem gucke ich immer wieder unten rechts und dann steht da halt voll nichts, ne? Ich habe so ein bisschen Angst, wenn die Viecher so laufen. Ja, das ist wieder mein Arschfächer, guck mal. Das war Notwehr. Notwehr, oh. Oho, hoho, auftretender Sturm. Alter. Ich habe hier nichts übersehen, oder? Da, doch, ich habe was übersehen. Ja, auftretender Sturm, ich weiß. Ach, scheiße, wir haben ja keine... Ah, Eisen. Zack. Ja. Ist jetzt Latte. Wo ist noch eins da? Und jetzt aber hurtig zurück zum Schiff. Auch so super, dass man hier nicht wegfliegt, wenn man so sich in die Lüfte erhebt bei einem Sturm. Das wäre, glaube ich, ja sehr, sehr geil, wenn man wahnsinnige Probleme mit dem Jetpack hätte, falls man bei Sturm fliegt. Oh, da hinten ist noch was. Das heißt, ich steige jetzt hier erstmal ganz kurz ein. Ah, wir müssen ein wenig schauen, wie wir das machen. Impulsantrieb haben wir, da haben wir noch Eisen. Ja, das ist aber... Die Startschubdüse, dann nehmen wir hier Plutonium, dann habe ich hier noch ein bisschen Platz. Was ist das hier? Deflektorschild, mit was willst du aufgeladen werden? Auch mit Eisen, okay. Alles gut. Den Blitzwerfer, den lade ich mit. Komm hier, Plutonium. Den Bergbaustrahl lade ich mit Plutonium auf. Und... aussteigen. Wir könnten jetzt in diesen Unterschlupf laufen, das wäre aber mehr dann so Survival-Modus, den ich mir ja vielleicht auch mal angucken könnte, aber eigentlich habe ich gar keine Lust, mir den Survival-Modus anzugucken. Ich bin nicht so dieser Survival- Spieltyp. Keine Ahnung, warum nicht. Aber das reizt mich gar nicht so, wenn ich ernst bin. Na, wenn ich ernst bin? Wenn ich ernst bin. Nur wenn ich lustig bin. Weil Überleben macht nur lachend Spaß. Und weiter geht es in Richtung Fabrik. Nein, doch Fabrik, nicht Fabrik. Da hinten ist ein Unterschlupf. Da sind wir in 3 Minuten. Und zur Fabrik können wir dann immer noch? Wir müssen auf jeden Fall auch nochmal tauchen gehen gleich. Ich möchte einfach nur nochmal verifizieren. Eine schicke Basis haben sie da. Wäre doch wirklich schade, wenn der was passiert.
So. Irgendwie mich irritiert, dass ich durch dieses Stahl durchlaufen kann. Ich meine, ich weiß, dass ich ein harter Hund bin, aber als ich erkannte, dass ich durch Stahl laufen kann, änderte sich mein Leben. La 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 la. So, da noch, da noch, da noch. Hier brauche ich nichts. Ich bin ja wie immer kerngesund. Ich habe das... Es war ja nie wirklich eng, ne? Es war ja echt nie wirklich eng. Grüß dich. Ein bisschen Kohlenstoff ist wirklich wichtig. Was? Atme mal durch. Und bevor ich jetzt mit dir rede, Fähnrich, nimm mir das Schild aus der Nase. Und mach den Mund zu. Bevor ich mit dir rede, geh ich. Das machen wir morgen. Passt auf euch auf, seid wieder dabei. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann auch. Und schaltet morgen auf jeden Fall wieder ein. Ihr glaubt nicht, was dann passiert. Bis morgen.